Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Glenn Geary, 15 Jahre. Heute bin ich in den schottischen Highlands bei der Brennerei Glen Geary. Gehört dem großen Beam Suntory Konzern, allerdings fliegt Glen Geary so ein bisschen unterm Radar, was die Marken innerhalb dieses Konzerns betrifft, denn bei Beam Suntory liegt der Fokus auf jeden Fall auf den Brennereien Laphroaig und Bowmore. Wie gesagt, Glen Geary so ein bisschen unterm Radar und erfreut sich auch bei Genießern wachsender Beliebtheit. Ich habe hier im Video schon den Einsteiger-Whisky ohne Altersangabe probiert, den Founders Reserve, das Standardsortiment lässt sich dann erweitern um den 12-Jährigen und auch um diesen 15-Jährigen, der mir schon sehr, sehr oft sehr wärmstens empfohlen wurde. Deswegen nehme ich ihn mir heute mal im Video vor. Ich bin auch total aufgeregt, weil dieser Whisky reifte komplette 15 Jahre in ehemaligen Oloroso Sherryfässern. Also quasi eine Vollreifung. Dann ist er auch noch in Fassstärke mit 53,7 Volumenprozenten abgefüllt und nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Preislich variiert er ein bisschen im Internet. Ich habe ihn für 70 Euro gefunden. Ich habe ihn aber auch für 90 Euro gefunden. Ja, also da macht Vergleichen durchaus Sinn. Ich bin gespannt. Den Founders Reserve, den fand ich okay. Der war für mich persönlich sehr birnenschalenlastig, auch mit einer gewissen Bitterkeit, mit was Herbem am Start. Der 12-Jährige ist trotz 48 Volumenprozenten meiner Meinung nach unfassbar mild. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der 15-Jährige hier ist. Vollreifung in Sherryfässern ist auf jeden Fall Beuteschema. Da gibt es ja so ein paar Whiskys, die gefallen mir sehr, sehr gut, die dieselben Eckdaten haben. Mal schauen, wie jetzt heute dieser Glen Geary ist. Oloroso Sherry Casks, 15 Jahre. Also im Endeffekt ist er komplett naturbelassen, so wie er aus dem Fass rauskommt, in die Flasche rein. Für 15 Jahre sind 53,7 Volumenprozente jetzt nicht so eine hohe Fassstärke. Aber ich finde es schön. Sie hätten ihn ja auch auf 48 runter verdünnen können, wie die restlichen Whiskys aus der Core Range. Haben sie nicht gemacht. So, ich würde mal sagen, hier dunkler Bernstein. Schöne Farbe nach 15 Jahren. Habe ich schon gesagt, dass ich gespannt bin? Ich bin's. Direkt sehr voll, sehr tief, sehr intensiv. Was hier relativ markant ist, ist die Eiche mit einer deutlichen Gewürznote. Die würde ich jetzt mal pauschal Richtung Nelke legen. Vielleicht auch ein bisschen Muskatnuss. Vielleicht auch ein bisschen Pfeffer. Also die Würzigkeit von der Eiche und die Eiche an sich, sehr markant so beim ersten Mal riechen. Die Eiche an sich hat so ein bisschen was Schokoladiges, aber jetzt nicht unbedingt so ins Zartbittere gehend. Ich würde sagen, so eine Vollmilchschokolade mit so einem Hauch Kakaoanteil. Also ist jetzt nicht primär zartbitter, wie man es kennt von vielen Sherryfassreifungen, vor allem über so eine lange Zeit, sondern eine angenehme Schokoladigkeit ohne viel Bitterkeit. Was hier, wie gesagt, markant sind die Gewürze. Was ich zum Beispiel noch gar nicht wirklich finde, ist eine Fruchtnote. Mal gucken bei dem, den habe ich schon vor 20 Minuten eingeschenkt. Oh ja, da kommt so ein bisschen dieses klassische Trocken-Feigen-Aroma mit dazu, was man von Sherryfässern kennt. Eine zarte Süße, aber was hier deutlich ist, ist doch die Würzigkeit vom Fass. Also er ist voll und intensiv, er gefällt mir, aber ich habe jetzt ein bisschen deutlicher diese Fruchtigkeit erwartet. Die liegt da im Hintergrund. Markant, schokoladige Eiche und Gewürze. Slange. Boah, der hat eine ganz schöne Wucht im Antritt. Direkt Eiche da. Der Mund ist trocken, auf der Zunge eine Süße. Oh, dann legt die Fruchtigkeit los. Geht hier in so eine richtig reife Aprikosenrichtung. Dann setzt die Eiche ein, die Würzigkeit wird stärker. Es kommt aber auch Süße dazu. Der ist unheimlich ausbalanciert aus Frucht, Würze und Süße. Fast schon ein bisschen Anis im Geschmack und dann die schokoladige Eiche. Also Richtung Abgang blasst dann die Süße ab, die Frucht lässt nach, der Sherry kommt durch, der so ein bisschen was Brotiges hat.
Und dann eben die schokoladige Eiche. Also, ja, der könnte meinem Vater, seinem Sohn gefallen. Also der riecht schon winterlich. Also das wäre so ein Winterwhisky, weil halt auch die Gewürznote hier relativ stark ist. Und auch diesen Stich Anis, den riecht man jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich Wasser reinmachen soll. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich meine, man kann sich ja bei Fassstärken immer... Ach, ich glaube, das reicht. Das war nur so ein Schlubber. Man kann sich ja bei Fassstärken experimentieren. Aber schön. Also der deckt relativ viel im Geschmack ab. Tief, voll intensiv. Diese Fassstärke, die gibt dem Ganzen natürlich auch einen Träger. Und das fand ich jetzt definitiv nicht verkehrt. Jetzt wird er nussig. Schokolade wird stärker. So eine klassische Haselnussschokolade. Was ich mir hier gewünscht hätte, und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, ich hätte mir ein bisschen deutlicher die Fruchtnote gewünscht. Aber ansonsten, Eiche ist deutlich, aber angenehm. Würzigkeit ist deutlich angenehm. Unterschwellig die Süße und noch unterschwelliger die Frucht. Und der wird jetzt durch Wasser einfach nur milder. Also da geht nichts verloren, es kommt nichts hinzu. Der ist ganz genauso, wie er war, nur einfach milder. Ein Stück weit geht diese Intensität, gefördert durch die Fassstärke, verloren. Er wird aber jetzt einfach harmonischer und einfach zugänglicher, das will ich damit sagen. Während man ihn im Mund hat, spürt man schon die Eiche. Oben am Zahnfleisch wird es richtig trocken. Auf der Zunge ist eine gewisse Süße, aber auch eine gewisse Würzigkeit. Nelke, Muskatnuss, in die Richtung geht's. Dann kommt eine Frucht dazu, die mich an richtig reife, saftige Aprikosen erinnert. Aber auch ein bisschen dunklere Frucht, diese getrockneten Feigen, die ich auch gerochen habe. Immer die Würzigkeit am Start, die das Ganze geschmacklich trägt. Und Richtung Abgang steigt diese Würzigkeit, die Trockenheit wird stärker, die Eiche kommt mit dem schokoladigen Touch. Also ich finde ihn ziemlich gut. Ein bisschen, ich würde nicht sagen einseitig in der Nase, aber irgendwie fehlt mir die Frucht. Also wenn der jetzt noch eine markante Feigennote oder eine markante Aprikosennote hätte, dann wäre ich on fire, aber das ist hier Jammern auf hohem Niveau. Es ist ein sehr, sehr geiler Whisky, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und der auch mit Wasser überhaupt nicht verliert. Nom nom nom. Ja, ich liebe den Glendronach mit 18 Jahren. Das ist kein Geheimnis. Wer mir hier auf YouTube folgt, der weiß das. Leider ist er die letzten 12 Monate unfassbar teuer geworden und ist persönlich mir auch zu teuer geworden, um ihn wieder nachzukaufen. Und ich suche die ganze Zeit schon eine günstigere Alternative, bisher keine gefunden. Das hat sich heute geändert. Also wer auf Sherryfass Vollreifung steht mit einem gewissen Alter, wer Glendronach Whiskys mag, der sollte den unbedingt probieren und von mir ist es eine absolute Kaufempfehlung. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!